Tag, herzlich willkommen. Ich bin Christian und Antenne Automobil im schönen Felsberg, Graubünden. Ja, hoffen ihr seid gut aus der Ferien zurückgekommen. Oder die, die in der Ferien sind, geniessen die letzten Tage. Wir haben auch ein paar Tage zugehauen, wie ihr es so gesehen habt. Oder wie ihr es beim letzten Video mitgekriegt habt. Und haben uns zwar nicht erholt, aber ist gleich. Du hast dich erholt? Ja, teilweise. Ah. Ich brauche Urlaub vom Urlaub. Genau. Nein, also wir sind wieder da in alter Frische, in junger Frische. Das Spiel geht weiter. Das Business geht weiter. Ja, wir werden im nächsten halben Jahr wieder ein paar schöne interessante Projekte haben für euch. Das fängt jetzt diese Woche schon an. Mit unserem Eis, wo es weitergeht. Oder wo es weitergeht, wo wir ja gerne nicht gross kennen. Wo wir mal ein paar Sachen jetzt machen. Golf-Clubsport wird noch umgebaut. Das geht weiter, das Thema. Und so schauen wir, was das Jahr so bringt. Ich habe noch so ein paar Ideen, aber eben, die Frage ist immer Ideen, finanzielle Mittel und. Muss man immer ein bisschen schauen, was können wir machen. Ja, in diesem Film geht es in meinem ersten Teil schon um ein paar Sachen, die ich kurz ansprechen möchte. Ganz kurz, nicht lang, wir haben keine Angst, habe ich keinen Monolog. Ist bei mir zwar immer ein bisschen gefahren, aber halten wir kurz. Und dann geht es weiter mit einem aktuellen Thema, zu dem aber in einem zweiten Teil. Das, was ich ansprechen will, sind zwei, drei Sachen. Erstens die Kommentare in YouTube. Mir ist aufgefallen in der letzten Zeit oder in den letzten zwei, drei Wochen vor allem, oder im letzten Monat, dass wir zwar viele Kommentare kriegen, das finde ich für schön, das freut mich auch immer. Das ist immer schön, wenn man so Sachen kriegt. Negativ, positiv ist mir eigentlich gleich. Am liebsten natürlich positiv, aber natürlich auch aus den negativen Sachen kann man lernen. Solange sie sachlich bleiben, themenbezogen sind, ist mir das absolut gleich. Was ich allerdings Mühe habe, ist, ich habe jetzt vermehrt gesehen, dass wir in letzter Zeit ein paar Kommentare gehabt haben, wo massiv unter Gürtellinie gehen. Und das, wenn es gegen mich ist, okay, ist eigentlich für mich nicht das Problem, kann ich mit dem umgehen. Wenn es aber gegen Mitarbeiter geht, dann finde ich das unfair und mühsam. Also wer das schauen will, von was ich rede, könnt ihr mal unter dem Film vom VW abgehen, wo wir schnell kurz gedreht haben während dem Fahren. Das war also nicht geplant, sondern während dem Fahren. Da könnt ihr mal schauen, da sind zwei, drei Kommentare drin, wo ich muss sagen, die gehen massiv unter die Gürtellinien. Und ich denke, das muss nicht sein, weil schlussendlich, wenn man jetzt eine Person nicht unbedingt so sympathisch findet, dann ist das seine Meinung, aber ja, also gut, sind wirklich massive Sachen gewesen. Also das wäre ich froh, wenn man einfach in Zukunft könnte vielleicht, sachlich bleiben bei der Sache, wenn ihr das Gefühl habt, wir machen nur Mist oder wir taggen nur, Seichlabern oder wie auch immer, dann können wir das gerne schreiben, da habe ich kein Problem damit, das geht an meine Adresse. Aber wenn es gegen Mitarbeiter geht, die schlussendlich hier arbeiten und auch Freude an dem, was sie machen, meistens, zumindest, gell, Tobias? Also ich habe jeden Tag Freude an der Arbeit. Genau. Dann wäre ich froh, wenn man das einfach auf eine sachliche Ebene lässt und nicht anfängt, die Leute zu beleidigen. Das wäre mir also persönlich wichtig. Gut, erstens das. Zweitens, vielleicht noch mal ganz kurz zum Thema. Wir haben immer wieder Kommentare drin, wir verstehen uns nicht. Man versteht uns nicht. Das ist richtig, liebe deutschen Mitbürger und Österreicher. Ich könnte auch Hochdeutsch sprechen oder auch Hochdeutsch sprechen, nicht? Tönt zwar bei mir ein bisschen blöd, aber der Grund, warum wir es nicht machen, wir haben das ja am Anfang gemacht, das haben wir ja gesehen. Warum machen wir das nicht mehr? Der Grund ist einfach der, weil zwar vielleicht die Abonnentenzahlen aufgehängten, das ist ja so, aber das ist nicht das Ziel von der Übung, sondern das Ziel von der Übung ist, erstens mit YouTube, mit Facebook etc. Das soll für uns eine Werbeplattform sein. Das ist nun mal so. Jetzt kann man natürlich sagen, nein, ich mache das aus tiefstem Herzen rein an der Freude am Filme drehen. Macht mir Freude, merken wir vielleicht auch. Aber es hat natürlich schon Absicht dahinter und die Absicht ist natürlich ganz klar und das ist auch irgendwie legitim, dass es eine Plattform soll sein, wo ihr uns kennenlernen. Wo ein Dialog soll stattfinden, das finde ich okay, aber schlussendlich, wo euch auch zeigen soll, was wir machen und euch soll natürlich animieren, wenn ihr ein Auto umbauen lassen oder reinigen lassen oder wie auch immer, dass ihr zu uns kommt. Also ist es eine Marketingmaßnahme, das ist unbestritten und ich denke, jeder, der sagt, das sei nicht so, der auf YouTube etwas macht, ist gelogen. Schlussendlich geht es eigentlich ja immer ums Gleiche. Nebst dem, dass es auch Freude macht, aber ich denke, das ist nicht der Hauptpunkt. Und
unsere Hauptkundschaft ist nicht einmal in der Schweiz. Weil das Problem ist, wir haben ein anderes Preisniveau. Das heisst, wir haben viele Deutsche und Österreicher, die uns anrufen und Offerten machen lassen. Das machen wir auch gerne. Nur im Verhältnis zu Deutschland und Österreich sind wir einfach teurer. Das heisst, die Stunde kostet mehr Geld. Wir haben höhere Preise, wir haben höhere Kosten. Und das bringt nichts, wenn ich das auf Hochdeutsch mache, dann fühlen sich die Schweizer nicht wohl dabei. Und die Deutschen und Österreicher können nicht kommen, weil es einfach zu teuer ist. Oder? Und darum haben wir uns ganz klar entschieden, um den Schweizer Markt, wie soll ich sagen? Attackieren. Nein, attackieren. Nein, um einfach im Schweizer Markt zu arbeiten und dass wir da die Sprache reden, die wir hier reden. Wenn ihr uns nicht versteht, tut mir das leid. Schweizerdeutsch ist nicht Hochdeutsch. Ich hoffe zwar, dass es nicht ein Grund ist, zum Sabo löschen, aber ja, der Spagat geht einfach nicht. Weil wir haben einfach gemerkt, viele Schweizer haben Mühe, wenn ich Hochdeutsch rede, viele Hochdeutsche haben Mühe, wenn ich Schweizerdeutsch rede. Also was ich mache, ist falsch. Darum machen wir das, was wir am besten können. Und das ist Hochdeutsch, beziehungsweise Schweizerdeutsch reden. Wir könnten das zwar auch auf Italienisch, Französisch oder Englisch machen, dann wird das aber ganz ein bisschen aufwendig. Ja? Oder machen wir in Zukunft 4 Kanäle? Vielleicht mit Untertitel oder so. Mit Untertitel, ja, könnte man meinen. Russisch. Genau, und Gebärdensprache. Rechts oder Arabisch. Allah! Genau. Nein, gut, also das zu dem Thema. Erstens bitte Kommentare gerne. Was vielleicht schön wäre, wenn ihr uns ein paar Fragen stellen würdet, was euch interessiert. Wir haben immer wieder Fragen. Aber wir können uns auch mal einen Film drehen mit Fragen beantworten. Das machen andere YouTuber auch, habt ihr schon gesehen. Nicht? Mitbewerber, ne? Bisschen größere Mitbewerber als wir, aber machen das auch. Also wenn ihr Fragen habt, fragen die uns. Vielleicht auch spezifisch zu Sachen, die in der Schweiz speziell sind, weil das ist auch noch so ein Punkt, wir können da nicht die extrem brutalsten Umbauten machen wie in Deutschland, das geht nicht. Das hat einfach damit zu tun, dass du heute in der Schweiz, wenn du mit zu illegalen Sachen umeinander fährst, schon Schwerverbrecher bist, das heisst, du gehst ins Gefängnis. Das ist effektiv so, also das ist nicht ein Witz, wenn du heute auf der Landstrasse, wo 80 ist, mit über 120, 130 geblitzt wirst, ist einfach aus die Maus. Dann ist das Auto weg, beschlagnahmt, Katastrophe, Guantanamo, schlimmer als jeder Vergewaltiger. Das ist einfach in der Schweiz ein riesen Problem. Und darum müssen wir einfach schauen, auch mit den Umbauten, dass wir ein bisschen in einem gewissen Rahmen bleiben, in der Legalität. Es sind vielleicht immer etwa zwei, drei Sachen, die nicht so 100% legal sind, aber das sind immer Sachen, die natürlich so ein bisschen Kavaliersdelikt sind, dann geht's. Aber sobald wir natürlich extreme Geschichten machen würden, dann wird es sehr, sehr gefährlich. Und dann müssen wir einfach ein bisschen aufpassen. In der Schweiz haben wir diese Voraussetzungen halt nicht. Man kann sehr viel machen, aber sehr viel legal ist sehr, sehr teuer. Also legal ist meistens sehr teuer. Und das ist immer ein bisschen eine Abwägung, die wir machen. Und da bitte ich um das Verständnis, dass wir halt in Gottes Namen im Moment noch nicht die finanziellen Mittel haben, um da jetzt, was weiß ich, R8 komplett umbaut, damit 2000 PS machen und Katastrophenalarm, das geht einfach nicht, das liegt einfach nicht drin. Ich denke, es ist zum Teil auch unrealistisch und wir probieren wirklich das Ganze so realistisch wie möglich darzustellen, so dass es für euch auch nachvollziehbar ist. Was ich auch gehört habe, zum Teil ja, mit den Leistungsangaben und Zeug und Sachen, und da ist auch noch so ein Punkt, und das ist der letzte Punkt, den ich jetzt erzähle, und dann höre ich auf. Bitte glaubt nicht alles, was ihr im Internet oder im Fernsehen seht. Das, was auf dem Papier steht, ist nicht das unbedingt, was Realität ist. Also ich kann euch zeitenmäßige Leistungsangaben, kann ich euch herschreiben, was ihr wollt. Ich kann euch auch einen Golf 7R bauen mit 600 PS, kein Problem, auf dem Papier. Ob es denn in Realität hat und ob es hebt, ist eine andere Frage. Also darum, tönt das Ganze ein bisschen mit Vorsicht genießen. Nicht alles, was steht und alles, was geschrieben ist, ist auch so. Und vor allem nicht haltbar. Und vielleicht auch nicht unbedingt so realistisch. Gut, wenn ihr zu dem Kommentar habt, natürlich dürft ihr auch negativ schreiben. Bitte einfach auf sachlicher Ebene. Dann freut mich das. Fragen stellen, machen wir vielleicht einmal eine Sammlung und dann dort einmal ein paar Fragen beantworten. Jetzt geht es weiter mit dem eigentlichen Film. Diese Woche ein bisschen etwas Spezielles. Wir sehen uns gerade wieder. Hey, wie ist es? Hallihallo. Hallo, herzlich willkommen zum Teil 2. Kommen wir gerade, ich muss nur schnell hier mal demontieren. So, das kommt alles da in das Gelbe rein. Ja, herzlich willkommen, zweiter Teil, oder zweiter Teil, weiterer Teil, muss ich schon mit der Leiter kommen. Okay. Leiter, hier fehlt mir. Aber wenn er fällt, fällt er tief. Ein Tritt, das ist ein Tritt. Ja, was machen wir da Schönes? Ha! Tada! Herzlich willkommen.
Bauermaschine. Traktorpooling, fangen wir neu an. Genau. Nein, viele wissen das nicht. Wir haben so eine heimliche Leidenschaft, Bär und ich. Wir stehen auf Langsamkeit. Ich muss warten, mit dem Stecker wegnehmen. Ja, mit viel Pause mit dem. Ja, und dafür nur. Also willst du noch beschriften, was? Ja, ja. Das ist eine Schwierige. Ja. Langsamkeit beim Arbeiten, oder? Genau, nein, Langsamkeit bei Gerät. Nein, ist es so, wir haben so ein bisschen die letzten Jahre eigentlich mehr, das Jahr oder die letzten zwei Jahre weniger, gell? Wir haben ein bisschen Schritte mehr bei uns. Ja. Haben wir viele so Kommunalfahrzeuge noch gemacht, also gegen den Herbst her. Das ist zum Beispiel ein Holder, wer das nicht kennt. Das braucht man zum Schaffen. Schnee rum, Rasenmäher, was kannst du mit dem? Mit denen kannst du alles machen. Und wir haben immer ein bisschen, meine Leidenschaft ist ja Schneeraumen, das wissen ihr ja vielleicht, habt ihr auch schon gesehen. There goes a couple of plows demonstrating what I said. Und wir haben immer etwa der Gerät eingekauft von der Stadt, die es nicht mehr gebraucht haben, oder von Gemeinden. Und dann sind sie weg gemacht. Technisch ist jetzt der schon gemacht, das heisst, da ist technisch alles überprüft und Service gemacht. Und jetzt gehen wir noch Kosmetik, das heisst, wir tun jetzt alles auseinander hier. Also alle Beleuchtungen weg, Front weg. Ohne den Träger weg da. Einfach alles weg, wo der Lackierer muss weg haben, damit er schön lackieren kann. Und dann wird hier die ganze Hütte lackiert. Natürlich zuerst der Rost ein bisschen behandelt. Die Geräte fangen da immer ein bisschen an. Oberflächenrost machen, das ist ja so. Haben wir auch viel selber gemacht? Genau. Da der Heckteil wird lackiert, das wird lackiert. Das da nicht, das ist Alu. Ja. So, dass wir ihn verkaufen können und dass wir ihn dann brauchen zum Schnee rum. Natürlich hat er auch noch einen Pflug, sondern einen grossen, schönen, mit viel Power. Ja, jetzt denken alle, jetzt drehen es komplett durch. Jetzt machen wir jetzt zuerst mal das Tuning, dann Reinigung und dann noch Traktoren. Ja. Eine Leidenschaft darf er wieder haben. Ja, genau. Das ist ein bisschen unsere Leidenschaft. Die Kleinen da hätten wir es mittlerweile auch schon böse im Griff mit Schnee rum. Ich habe meinen eigenen Schneefahrzeug. Genau. Telefon. Ja, einfach mal etwas anderes, nimm mal ab. Ja, Bär hat gerade das Telefon, jetzt ist er nicht mehr dabei, aber später nicht. Ja, also Traktoren, warum das? Ich finde das geil, weil so eine Geräte rumfräsen und Schnee rum und machen und tun, finde ich richtig heiß. Macht Spass. Und dementsprechend haben wir gesagt, du, was uns Spass macht, können auch andere haben. Und bei uns wird ja alles so gemacht, dass es picke fein ist. Und dementsprechend können wir so Traktoren fertig machen. Jetzt kommt gerade ein DPD-Mensch, das ist ein bisschen lärmig bei uns, aber es ist halt so im Alltag. Wir sind nicht in einem Fernsehstudio. Ja. Ja, wenn ihr so etwas suchen habt, im Schneeraum etc., könnt ihr auch anrufen. Wir haben etwa diese Connections noch, oder wir wissen, wo wir so Sachen herkriegen. Natürlich kann man auch eine Leistungssteigerung machen. Also mehr Bums haben, geht auch. Ja, jetzt nehmen wir da weiter auseinander. Ich denke, das muss ich euch schon einmal zeigen. Ist nicht so ganz alltäglich, aber macht viel Spass. Gut, original fahrt man nicht, denkt dran. Schneeräumig. Leistungssteigerungen, Reinigungen, Okkasionen. Schönen Tag miteinander. Tschüss.